Ansatz ist in manchen Sachen deckungsgleich wie der Beitrag von der IHK gerade, in manchen basiert er auch ein bisschen auf anderen Annahmen. Die Vision für 2050 sehe ich so, dass Berlin 2050 einer der Top 5 Wissenschaftsstandorte weltweit ist. Und ausgehend von diesen guten wissenschaftlichen Kenntnissen, die wir arbeiten, einen sehr guten Wissenstransfer hat und dieses Wissen in die Wirtschaft überführt. Dadurch wird automatisch Wachstum und Wohlstand generiert werden. Wobei es für uns aus mehreren Gründen ganz wichtig ist, dass es nicht nur um die Quantität dieses Wachstums geht, sondern auch um die Qualität. Denn das, warum Berlin das geschafft haben wird 2050, ist, weil wir einerseits die notwendige Infrastruktur haben, aber zum anderen immer wieder, wie das heute auch ist, an die notwendigen Talente rankommen, die diese Themen umsetzen müssen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft. Um an diese Talente ranzukommen, müssen wir zum einen bis dann soweit sein, dass unser Bildungssystem komplett reformiert ist, sicherlich einen viel höheren digitalen Anteil, dass wir also einen großen Teil der Talente, die wir brauchen, auch selbst ausbilden. Ganz wichtig ist, dass wir es auch schaffen, gerade in den MINT-Fächern, die wir für Technologie oft brauchen, Frauen viel stärker zu motivieren, in diesem Bereich aktiv zu werden. Weil wir sehen zum Beispiel heute bei Jugendforsch, dass wir 40% der Teilnehmer bei Jugendforsch sind noch Mädchen, die da mitmachen, mit sehr guten Ergebnissen. Wenn ich mir dann angucke, wie viele Gründerinnen wir im technologischen Bereich hier bei uns haben, dann ist es dann unter 2%. Also da gehen unterwegs viele verloren. Und das ist ein Potenzial, was wir sicherlich auf Dauer nicht verschwenden und verschenken können. Das andere, was ganz wichtig ist, ist, dass wir es in Berlin halten, dass es die Stadt der Freiheit ist, dass wir ein sehr gutes Lebensgefühl haben, sonst werden die externen Talente nicht zu uns kommen, weil das auch ganz wichtig ist. Und ich glaube, Berlin hat die Chance, externe Talente sehr gut anzuziehen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, sinnhafte Tätigkeiten auszuüben. Und das ist eben der Punkt, warum auch diese Qualität des Wachstums sehr wichtig ist. Also es wird eine Aufgabe von Berlin sein, noch stärker als heute, die großen Herausforderungen jederzeit mitzulösen weltweit. Weil das das Thema ist, was wir einerseits können, durch die wissenschaftliche Basis und den guten Wissenstransfer in die Wirtschaft. Und andererseits, das auch immer wieder junge Leute anzieht und attraktiv für die ist, hier in Berlin zu arbeiten und hier ihren Lebensmittelpunkt auch hinzulegen. Wenn wir zu den Hürden kommen, um das zu schaffen, sehe ich zum einen natürlich die Flächenverfügbarkeit, wo es darum geht, dass wir intelligent die Flächen nutzen müssen und auch gucken müssen, dass jede Fläche ja eigentlich für mehrere Nutzungszwecke gebraucht wird, sowohl für Wohnen als auch für Wirtschaft, als auch für Bildung. Da heißt es eben, dass es sehr wichtig ist, dass wir das intelligent machen. Und ich glaube, da ist auch eine der Hürden in der Verwaltung, dass ich oftmals das Gefühl habe, dass die Partikularinteressen einzelner Bereiche über dem Gemeinwohl stehen. Also da würde ich mir wünschen für die Zukunft, das ist sicherlich eine Hürde, dass mehr das Gesamte gesehen wird, insgesamt, wo man hin will und nicht nur ein Partikularinteresse. Und wir brauchen mehr Offenheit für ganz Neues. Ob das jetzt ein Thema ist mit digitaler Bildung, was sicherlich sehr, sehr wichtig und entscheidend sein wird, aber auch das, was gerade im Vorfeld angesprochen wurde, diese Thematik Zusammenarbeit mit Brandenburg ist, glaube ich, sehr wichtig, um das zu nutzen, weil viele Leute wohnen bereits heute in Brandenburg und arbeiten in Berlin. Das geht aber noch zulasten des Verkehrs, weil die sich da ansetzen, wo es passt und es ist keine Steuerung, kein gerichtetes System dahinter. Da müssen wir uns Gedanken machen, dass ähnlich wie es im Brandenburger Koalitionsvertrag ja schon drinsteht, dass man mehr zusammenarbeiten will mit solchen Hotspots wie Adlershof und gucken will, wie man das gezielt macht, dass wir das in Berlin auch unterkriegen, um gezielt die Metropolregion aufzubauen. Daraus abgeleitet wären auch meine beiden Wünsche, was man direkt umsetzen sollte. Ich glaube, eine Bildungsoffensive ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, dass wir alles, was wir jetzt aus Corona gelernt haben, nicht wieder vergessen, sondern das nutzen, um eine gute Mischung hinzukriegen aus einer analogen und einer digitalen Bildung, also aus Strukturen, wo es um physische Anwesenheit geht, aber wo auch über Distanz Sachen gemacht werden können, um damit auch nachhaltig immer wieder die MINT-Talente selber zu generieren. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass es wichtig ist, dass wir jetzt bereits anfangen, diese Kooperation mit Brandenburg stärker in den Mittelpunkt zu rücken, auch wenn es sehr schwierig ist, weil es da um unterschiedliche Ansatzpunkte, unterschiedliche Kulturen auch mitgeht. Aber gerade weil es so schwierig ist, müssen wir, glaube ich, frühzeitig beginnen, damit wir das dann in den Jahren 2040, 2050 selbstverständlich haben. Dankeschön.